Mal ein paar Picks. So, mach heute mit Icon Pack, Jungs. Was können wir machen, Chat? Ich weiß gar nicht, was wir machen können. Was kam heute überhaupt raus, Chat? Eigentlich voll langweiliger Content momentan, ey. Oh! 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 Nunes, ja. Ja, Nunes, take it, Digga. Ich dachte, das wäre mehr, aber ja. Jungs, aus dem 2. Sehr gutes Pack. Holy shit, was ist das für ein krasses Pack? Ja, das ist ein richtig gut. Okay, jetzt können wir schon echt das Icon-Pack machen, glaube ich, Chat. Komm noch. Ich weiß nicht, wie viele Token, Chat, wie viele Token kommen. Komm noch. Ich brauche noch einen für diesen Frimpong, Jungs. Oh, ich habe einen tauschbar. Bitte was Gutes jetzt. Oh, ich dachte, das wäre Dings. Wer ist das? Oh, Brian Gigil? Ist er was wert? Ich dachte, das wäre Dings. Petri, Digga. Der, Digga, da wäre ich ja reich, sein Urgroßvater gewesen. Aber nehme ich mit, Digga. Warum nicht? Brian Gill? Oh, ich dachte ganz kurz, das wäre Petri gewesen. Was? Holy shit! Brian Gill? Ja, 70er noch, oder? 60er. 60er, 70er? Oh, das ist der Raspadori, der ganz gut war. Ja, 35er. 35er. Alter, ich habe jetzt gerade, wie viel habe ich gemacht, Digga? 70? 140? 150k habe ich gemacht, Digga. Okay, Chat, wir gehen rein. Icon mit Icon Player Pick. 660.000. Komm mal hier, ey. Ich brauch was Gutes, Digi. 1, 2, 3. Okay, 3 Chancen haben wir. Wir machen. Wie machen wir das nochmal? Wir machen In-Game Stat Reveal. Genau das machen wir. So, oh mein Gott. Das sieht jetzt nicht so gut aus, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, das ist schon Müll, Digga. Digga, 80 Ausdauer ist scheiße für eine Icon, Mann. Okay, Verteidigung wenig ist gut. Das ist sehr gut. Stärke auch sau wenig, Digga. 90 Tripling, Digga. 90 Tripling ist gut, Digga. Der hat echt gutes Tripling, muss ich sagen. Aber 75 Ruhewert, Digga, ist auch schon wieder schlecht. Boah, ich glaube, das ist nichts Gutes, Chat. Guck mal, Ruhewert schlecht, Ausdauer schlecht. Ich glaube, das ist Müll, Chat. Passen 85 ist. Boah, nice, Digga. Passen ist sehr nice, muss ich sagen. Brauche jetzt ein bisschen mehr Schießen. 7-8 Schießen. Sola schreiben die meisten. Ist das Sola? Ist das Sola? Figo wäre geil, Digga. Ist das Figo vielleicht? Ah, Sola. Weiß nicht, Chat. 200.000 wert. Ich meine, spielbar, aber ja. 200k ist eigentlich Dogshit. Okay. Erster. ENL. Zweiter, komm. Zweiter Versuch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bitte wenig Verteidigung. Da sind wir drin. Wenig Verteidigung. Oh, wenig Verteidigung. Viel Tripling oder Mitteltripling könnte auch reichen. 91 Tripling. Okay, Bewegung und Balance ist nicht so gut. Oh, passen ist auch krass. Warte mal, das könnte echt krass sein, Chat. Warte mal, wenn er jetzt noch viel Schießen hat. Warte mal. Der sieht krass aus. Der, das kann nicht schlechtes sein, oder? Aha, 85 Pace. Der, bitte nicht Cantona. Ich hab doch schon den Baby. Bitte nicht Cantona. Nein, ich hab doch schon den Baby. Das bringt mir doch nichts, oder, Chat? Digga, das bringt mir doch gar nichts, Mann. Der Baby ist auch besser, oder nicht? Oh, okay, letzte Chance, Chat. Oh, wenn jetzt nichts kommt, habe ich einfach umsonst gemacht, den Pick, Mann. Bitte, ey. Gib mir einfach ach, keine Ahnung, ich guck jetzt einfach scheiß drauf. Oh mein Gott, jetzt, okay. Jetzt bin ich drin, Chat. Jetzt bin ich drin. Ich bin im Aal drin jetzt. Wenn das jetzt nichts ist, dann weiß ich auch nicht, Chat. Bitte. 70 Verteidigung wäre gut. Nein, oh nein, es ist ein Verteidiger. Nein, es ist ein Verteidiger. Nein, es ist ein Verteidiger. Es ist ein Verteidiger, Mann. Ah, oh, nein, es ist Dogshit. Ich sehe jetzt schon, es ist Dogshit, Chat. Es ist Dogshit, nein. Es kann. Oh, guck mal, passen auch scheiße, Mann.
Ah, ist Dogshit, man. Das ist irgendein Müll, Mann. Das Müll-Chat. Oh mein Gott. Ah, that's it. Also hätte ich Cantona nicht, hätte ich gesagt, okay, sogar nicht so schlecht. Aber ich habe Cantona schon, Chat. Ja, ich hole den jetzt einfach, scheiß drauf. Ich gebe ihn später, wenn ihr ein SBC habt, dann. Ja, scheiß drauf. Okay, Chat, wir gehen rein. Okay, heute gehen wir in Division Rivals rein. Ihr seht schon, wir sind, ja, wie es aussieht, kurz vor Easy Division. Also, Division 1, Rang 1. Ich glaube, wir brauchen nur noch ein paar Siege. Das sind mit Elite Division. Für die Rewards sehr, sehr nice. Ja, für die Nerven eher nicht so gut. Icon Player Pick heute leider nicht so krass gegönnt. Beziehungsweise hat eigentlich gegönnt, aber ich habe ja schon die Baby-Version und die ist besser als die Mid-Version. Deswegen, ja, werden wir ihn heute mal vielleicht einwechseln, aber ja, früher später werden wir ihn wahrscheinlich in der SPC abgeben. Leider hat es ja nicht gebracht. Ansonsten testen wir heute mal Cafu. Ja, Prime Cafu, mal gucken, wie gut der ist. Neymar ist wieder am Start. Wir haben Ibanez statt den Felipe, der heute rauskam. Die sehen fast gleich aus. Ich glaube, man kann ungefähr dann abschätzen, wie gut die beiden sind, weil die fast dieselben Sets haben. Wir haben Tanganga noch mitgeholt für heute, die LV-Version. Da haben wir noch Daka am Start, mal gucken, wie gut der ist. Also setzt den zumindest brutal aus. Und da haben wir, ja, für dieses Jahr zum ersten Mal mit Gräuf. Mal gucken, wie gut der ist. Und dann eigentlich nicht viel Besonderes. Leider kamen die ganzen Leaks, die rauskamen, nicht wirklich raus. Ja, EA hat anscheinend sau viele Spieler oder viele Leaks in den Codes gebracht oder reingehauen. Und dann kamen die einfach nicht gebracht, ja. Einfach so, um die Leakers so ein bisschen zu verwirren. Zum Beispiel Bale sollte ja kommen, es sollte Van de Beek kommen. Es sollten viele Spieler kommen, die einfach nicht kamen. Und ich glaube, die kommen auch nicht mehr. Zum Beispiel an der R9 SBC kommt wahrscheinlich auch nicht mehr. Manche haben sich darauf gefreut, manche nicht. Aber ich glaube, die ganzen Leaks, ja, viele Leaks werden jetzt nicht mehr kommen. Deswegen, schade. Also ich hätte mich auf eine Bale SBC, Flashback Bale, hätte mich gefreut eigentlich, wenn ich ehrlich bin. Auch Daka. You never walk alone, Liverpool. Digga, hat mich verarscht, Digga. Cantona eigentlich voll geil, Mann, ey. Der ist gar nicht so schlecht hier, der. Ist voll geil, der Cantona eigentlich. Guck mal, wie der abgeht. Digga, der Cantona ist ultras geil eigentlich, Chat. Alter, Saar, bester Mann, Junge. Noch gedreht das Spiel, Wahnsinn. Digga, das gibt's doch jetzt einfach nicht. Warum macht ihr denn nicht einfach das fertig jetzt hier? Jetzt muss ich nochmal ölen wegen euch. Digga, jetzt muss ich echt nochmal wegen euch ölen. Und der bleibt stehen, der Idiot. Ich bin am Arsch. Digga, fand das Saar ist der Beste und dann macht... Junge, das Spiel ist so dumm. Oh mein Gott, der fand das ist der Beste. Guck mal. Das ist nice. Das Team ist, boah, kann sich sehen lassen auf jeden Fall. Oh mein Gott. Wer ist das? Neymar, Digga. Und der verkackt zum Glück. Oh mein Gott. Der Cantona ist echt krass, Chat, ne? Cantona ist echt krass, irgendwie. Digga, ich hab... Digga, ohne Scheiße. Ich weiß nicht, ob der irgendwie schlechter als der Dings ist oder für besser, aber... Ja, okay. Goldkarten-OP, muss man sagen. Wie ist er durchgekommen, der Ball? Das weiß ich jetzt auch nicht. Komm jetzt, Daka, den musst du jetzt machen. Ich habe extra drauf gewartet, Jungs. Ich wusste, dass ein Mover ist. Komm, Daka. Das ist die größte Stärke hier. Das ist Dakas Stärke. Wieder Tor gemoved, perfekt. Jawohl, perfekt, das schmeckt. Okay. Ich glaube, gefühlt jeder hat Neymar Flashback gemacht, ne? Ich habe bis jetzt irgendwie fast in jedem Team gesehen. Neymar, let's go. Also, ich sage euch, Neymar ist schon nice, Digga. Ist halt die Sache, was du willst auf dem, ne? Dogshit. Boah, Kräuf, Digga. Hat er ihn auseinandergenommen. Neymar, let's go. Der Neymar ist so gut, man. Das ist der Wahnsinn. Ich schwör's dir, der Neymar ist wirklich der absolute Wahnsinn.
Digga, jeder hat Neymar gemacht, ne? Guck mal, bis jetzt habe ich, glaube ich, in jedem Team Neymar gesehen. Das ist Wahnsinn. Das müsste mit die meist abgeschlossene Spieler-SBC sein, glaube ich, Chat. Schießen rein. Boah, Cruyff so gut, Junge. Cruyff ist so gut, Mann. Oh, das gibt's doch nicht. Bitte finish. Komm, Neymar. Du musst das beenden. Du musst es beenden. Neymar, Mann. Gott, guck dir mal Neymar an, Digga. Ich schwör's dir. So eine Maschine, dieser Neymar, Digga. Und Cruyff 5-5 halt auch geistgestört, ne? Wieder Neymar. Oh mein Gott, der auch Messi Team of the Year und so. Ach du Kacke, das ist ein krasses Team. Cruyff, da ist er doch. Boah, der hat mich. Oh mein Gott, der hat reingeschissen, hat gelupft, ne? Let's go, wichtig. Nice. Läuft jetzt. Erstes Spiel haben wir unentschieden gespielt und seitdem 5 Siege. Läuft eigentlich. Brauchen jetzt noch 3 Siege, sind wir wieder durch für heute, Mann. Hä? Yeah? Läuft irgendwie doch gut bei mir im Rivals. Weiß auch nicht warum. Ach du Kacke, Digga. Was ist das denn, Jungs? Jetzt wird's aber wirklich bisschen crazy, Mann. Ah, ist ein Öler-Chat. Oh. Mann, so unnötig, Mann. So ein unnötiges Tor kassiert am Anfang. Muss doch nicht sein. Let's go, Varane, Digga. Von allen Leuten Varane, der den das Ausgleich macht. Oh mein Gott, Cruyff, das ist so gut, man. Elgato leckt. Sorry, Jungs. Digga, ich kann nichts machen, es laggt die ganze Zeit. Hör doch bitte auf, EA. Nee, das macht so keinen Spaß. Was ist denn los heute wieder? Ey, Mann, guck mal, wie das laggt. Das ist so krass. Guck dir das an, ich hab schon laggt. Ey, Mann, Alter. Ja, Mann. Junge, ich wär schon längst 3-1 jetzt, Digga. Egal, 3-2 ist trotzdem okay. Let's go, das war's, das muss Game Over sein. Ja, okay, sie stehen halt alle scheiße, muss ich sagen. Aber der hat reingeschissen mit dem Tackling, und Cruyff ist da. Oh mein Gott, dieser Cruyff, ey. Digga, Neymar, holy shit. Okay, das Team sieht seit langem mal nicht so krass aus, aber ich habe ein bisschen Angst vor dem Gegner. Schönes Ding von Neymar. Boah, Cruyff krass. Let's go, Digga, endlich. Jetzt eigentlich kann er quitten, bin ich ehrlich mit euch. Digga, Cruyff ist auch wirklich. Ey, was ist mit diesem Cruyff, Digga? Das ist ja Wahnsinn. Digga, Winkel spitzer mit dem der Tor steht da, juckt ihn nicht. Er schießt einfach in den Winkel. Holy shit, mein Cruyff. Starkes Team auf jeden Fall. Kein Neymar. Oh nein, jetzt bloß nicht verlieren. Jetzt das letzte Spiel für Elite Division wäre. Nein, nein. Jetzt verlieren wir das. Go, Cruyff, let's go. Come on, pusht euch. Digga, dieser Cruyff, Digga, der backt sich ja auch so durch wie Mbappé.
Nein, jetzt kommt er durch mit so einer Scheiße. Komm, Ibanez, Digga, du bist so sch. Ibanez, Digga, das war dein Tor, Mann. Let's go, Sarah. Let's go, wichtig, Mann. Come on, let's go. Stark, Cafu. Digga, dieses scheiß Pressing nach Ballverlust macht einfach wirklich keinen Sinn, Alter. Dieses Digga, willst du mich verarschen? Dann krieg ich Digga, wenn du einmal im Loch bist, kommst du, glaube ich, auch nicht mehr raus. Guck mal. Let's go, Mann. Wichtig. Let's go. Let's go. Oh, let's go. Komm bitte. Kein Abseits. Bitte, komm, Sarah. Bitte, bitte. Nein. Es ist Hand. Das ist Handchat. Ich schwöre, das der hat doch mit die Hand. Oh, das ist Handchat. Das ist Hand. Digga, und dann macht er so einen Fehlpass, Digga. Das ist Nutten, so ein Spiel. Einfach mal kurz die Hand benutzen. Cool. Cool, realistisch, ey. Ja, ich wusste es. Das ist so ein Bastardspiel, Digga. Zidane ist so krass halt mit den 5-5, ne? Das ist halt krass bei dem. Digga, so. Oh mein Gott, Zidane, danke. Oh mein Gott, Zidane. Oh mein fucking Gott, Zidane. Du bist der Beste, Digga. Okay, Chat, wir gehen noch in die Teambewertung rein. Danach haben wir noch einen Special Pack, den wir uns erspielt haben. Gehen wir rein. Cafu, 929.000, war sehr stabil, muss ich sagen. Hat sich sehr geil spielen lassen. Aber ich bin ehrlich mit euch, ein Hakimi kostet zum Beispiel, glaube ich, nur noch 700.000. Und ich glaube, der ist nochmal ein Ticken besser als Cafu. Also der gehört schon ganz oben hin. Aber ich finde Preis-Leistung ein bisschen zu teuer. Hat mir sehr gut gefallen. Ja, ich glaube, jeder, den spielt, wird auch bestätigen können. Aber offensiv vielleicht nicht so krass wie zum Beispiel ein Team of the Year Hakimi. Ja? Und ich glaube, der ist ein bisschen günstiger, der Hakimi. Ich glaube, bei 700.000 oder sowas. Wenn du halt nicht unbedingt eine brasilianische Icon brauchst, gibt es da viele gute Alternativen, die günstiger sind, ja, die auf demselben Niveau oder sogar noch besser spielen, weil die offensiv halt noch mehr bringen. Aber war für mich auf jeden Fall eine gute Icon. Wenn du ihn ziehst, kannst du auf jeden Fall spielen. Die Baby-Version ist schon in Ordnung, aber die fühlt sich ein bisschen zu langsam an in manchen Situationen. Der bringt diesen Pace dann mit, bezahlst aber natürlich auch viel mehr als die Baby-Version. Gute Karte, nur leider ein Ticken zu teuer. Da haben wir auch Ibanez. Und ich sage euch, so ist es eine gute Karte für das, was du bezahlst. 39.000, ey, Brasilianer Serie A, ist stabil, aber er spielt nicht oben mit. Und ich bin ehrlich mit euch, wenn du in der Elite Division spielst oder Elite Division 1, der wird früher, später, habt ihr gesehen, auch bei den letzten Spielen, wenn die krassen Karten kommen, ja, und ich weiß, das sind halt wirklich Karten, die Millionen kosten, der kostet nur 40.000, deswegen sage ich ja, für 40.000 ist der in Ordnung, aber wenn du halt oben mitspielst in der Elite Division oder in Division 1, wo die krassen Karten kommen, ja, mit Team of the Year hier und Prime Icon da, da gibt es einfach Situationen, da hat er einfach keine Chance, und dann sieht er halt wirklich schlecht aus. Und zum Beispiel im Vergleich heute wieder Varane, absolut fehlerfrei gespielt. Und das Ding ist, nicht nur, dass er fehlerfrei gespielt hat, der war so auffällig, er war immer da, als wenn ich ihn gebraucht habe. Ibanez, muss ich sagen, der war sehr unsichtbar, aber auch am Anfang noch sehr wenig Fehler auch gemacht. Unsichtbar, aber wenig Fehler ist jetzt nicht unbedingt schlecht. Aber hinten raus, ja, diese 1 gegen 1 Duell, diese Laufduell, da hat man einfach gemerkt, der hat einfach keine Chance in diese krassen Karten. Deswegen kann man den spielen übergangsmäßig, bis man sich was Besseres leisten kann. Aber der gehört auf jeden Fall nicht in die Top, ja, Division hin. Da haben wir noch Tanganga und ich bin ehrlich mit euch, war solide heute. War wirklich eine sehr, sehr solide Karte. Ich glaube, seine Ausdauer ist nicht die beste. 84, ja, wenn du halt offensive Verteidiger spielst, wird er ein bisschen an Ausdauer verlieren. Vielleicht musst du in der Verlängerung so auswechseln. Ansonsten war der in Ordnung für mich. Ist er, wie viel kostet er, glaube ich, über 100.000? Ist er die Münzen wert? Ja, wahrscheinlich eher nicht. Auch hier gibt es schon viele günstige Optionen. Ne? Tierney zum Beispiel, glaube ich, und so. Sind alles auch nicht so schlecht. Aber auf jeden Fall eine gute Karte. Ja, wenn du halt einen Engländer brauchst, als LV oder RV, dann
ist er auf jeden Fall eine gute Option, Jungs. Also auch offensiv ist er jetzt nicht so schlecht. Also viele haben gesagt, er ist richtig unbeweglich. Ich fand ihn jetzt auch nicht komplett unbeweglich. Na klar ist es kein Cancelo Team of the Year, aber auch er kostet natürlich da viel weniger als eine Team of the Year Karte. Und ich fand ihn mit Shadow auf jeden Fall solide. Ja, vielleicht ein bisschen zu teuer, weil es so viele gute Alternativen gibt für den Preis, aber sonst wirklich stabil. Da gehen wir rüber zu Daka. Wir haben erst als Solo-Stürmer gespielt, ja. Einzelner Stürmer hat gar nicht funktioniert, bin ich ehrlich mit euch. Und dann haben wir ihn als Flügelspieler gespielt. Das Problem ist bei ihm, das Dribbling ist nicht schlecht, aber es ist einfach nicht gut genug. Es gibt so viele krasse Karten, wo das Dribbling einfach um Welten besser ist, ja. Ich kam mit ihm halt nicht klar, muss ich ehrlich sagen. Ja, und dann dazu muss ich sagen, 98 Pace hat er sich wirklich nicht angefühlt. Er ist schnell, aber er fühlt sich nicht so, wo ich sage, Alter, boom, ich bin weg, so mäßig schnell. Und das ist eigentlich das einzig Besondere bei ihm. Das war's eigentlich. Und für den Preis auf dem aktuellen Markt ist er mir leider zu schlecht. Bringt mir zu wenig Besonderes mit, weil das Ding ist, da kannst du auch, keine Ahnung, was gibt's da für Karten? Adama Traoré Special Card, diese Fire Ice ist, glaube ich, günstiger und wahrscheinlich sogar besser, weil er fühlt sich wirklich schnell an. Und über die Außen kann man ihn spielen, da hatte ich wirklich so die spielen lassen, aber wie gesagt, dann ja, gibt es wirklich viele Alternativen, die günstiger sind. Wie gesagt, da haben ja auch schon die letzten Wochen viele gespielt. Leveling oder diesen Chukwueze, wie der heißt, die sind alle ja günstiger und oder so for free zum Erspielen. Da muss man nicht 200.000 hinblättern. Hat mir persönlich nicht für mein Spielstil so gut gefallen. Wie gesagt, ich mag lieber so Spiele, die ein bisschen beweglicher sind. Und wenn die nicht diese Beweglichkeit haben, dann müssen die was anderes mitbringen. Und da war mir das Pace einfach nicht stark genug bei ihm. Ja. Und da haben wir noch Cruyff und da muss ich nichts sagen, Jungs, Cruyff ist am Ende des Tages Cruyff. Jedes Jahr das gleiche, einfach eine göttliche Karte. Diese 5-5-Kombi vorne ist einfach wirklich unschlagbar und ich kann eigentlich jedes Jahr dasselbe zu ihm sagen. Er ist wirklich geil, Mann. Ja, das Einzige, was vielleicht schwach bei ihm ist, vielleicht er ist nicht mega übertrieben schnell wie ein Adama Traoré und er ist vielleicht nicht so breit wie Adama Traoré. Aber dafür bringt er halt ja die anderen Sachen mit. Passen geil, Dribbling geil, 5-5 geil, Schießen geil, Pace ist ja mehr als solide. Kostet dafür natürlich auch 2,8 Millionen, aber ja, je nachdem, was du suchst, ist er vielleicht sogar die Münzen wert. Und ja, Neymar heute auch wieder solide gespielt, heute Zehner und Flügelspieler gespielt. Also ich bleib dabei, ja, ich weiß nicht, ob die goldene Karte genauso diesen Antritt mitbringt, aber das fällt mir immer wieder auf, dieser krasse Antritt bei ihm ist echt geil, Mann. Machst den Skillmove, bam, du bist durch. Also macht echt Spaß, ich bereue eigentlich im Nachhinein auch nicht so krass, dass ich den gemacht habe, weil den kann man auch öfters spielen. Das ist eine Karte, die man auch auf den höheren Divisionen spielen kann. Und dann, ja, war es das mit der Teambewertung, aber wir sind noch nicht am Ende angelangt. Und zwar haben wir ganz am Ende noch ein Pack, nämlich, ja genau, wir haben Top-Neuzugänge. Okay, let's go. Top-Neuzugänge. Auf 6 Flammen erstmal und dann am besten Belgien oder Portugal. Ah, das war schon komplett, Digga, wow. Nein. Den habe ich auch schon, oder? Carlsen vom Dach, Digga. Einfach Carlsen vom Dach, perfekt. Aber der gefakte, nicht der echte. Den habe ich sogar schon, ne? Ah.